Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levelscar 1210 zu einer News. Und ihr wisst ja, es gibt bei Epic Games jede Woche ein paar Spiele für lau. Und zwar ist es diesmal Celeste und Inside. Und die nächsten Spiele sind auch schon bekannt. Einmal dieses Spiel und was ich auch sehr cool finde, ist Abzu. Das möchte ich auch für PS4 mal haben, dieses Unterwasserspiel. Das kommt dann nächstes Mal, aber diese Woche gibt's diese beiden Spiele. Dafür müsst ihr einfach euren Epic-Account anmelden und dann über den Epic-Launcher die Spiele downloaden. Ja, sichert euch die Spiele, Freunde. Da haben wir einmal Celeste für 15,99 kostet das Spiel. Das ist ein Jump-and-Run-Game, Freunde. Mal gucken, ob das Video aufmacht. Ja, ist ein bisschen langsam. Auf jeden Fall ein sehr nettes Spiel, denke ich mal. Celeste habe ich schon gehört. Na. Ja, reagiert nicht. Es liegt an meinem PC, Freunde. Wir warten noch ganz kurz und dann muss ich entweder das Video neu starten und dann mal gucken. Ja. So, jetzt haben wir es. Ja, ist so ein Game in Retro-Grafik, so pixelmäßig. Ist ein Indie-Spiel-Plattformer-Action-Spiel und ihr braucht dafür diesen PC Minimum. Ja, seht ihr hier. Oder halt besser. Unterstützungssprachen unter vielen anderen ist auch Deutsch dabei, klar. Ein wunderbares Spiel. Da sehen wir ein paar Grafiken. Erinnert so ein bisschen an Gina Sisters. Also Plattform, Jump and Run, von links nach rechts rennen. Richtig schön, hat richtig Retro-Charme, Freunde. Celeste könnt ihr absahnen. Und das zweite Spiel, was uns Epic Games diese Woche bringt, ist Inside. So. Ist Inside. Kostet auch normalerweise 15,99. Wenn mein PC sich mal entscheiden würde. Na. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann steht bitte warten. Reagiert nicht, bla bla bla. Gut. Celeste hier, sie greift nach einer Erdbeer. Was auch immer das bedeutet. Genau, jetzt können wir es. Ist Inside für Personen unter 18 nicht geeignet. Ich denke, viele unter euch sind schon 18. Und da sehen wir, mal gucken. Das hat ein bisschen drin lassen. Ja, mein kleines 18-jähriges Video erinnert sich ein bisschen an. So, ich weiß jetzt nicht, ob der Ton drauf war, denn normalerweise haben die Videos dann richtig laut und mein Mikrofon ist so leise, aber auf jeden Fall ist es. Hier sehen wir, wie das Spiel so aussieht. Ein sehr schöner Puzzle-Indie-Einzelspieler. Und dafür braucht ihr diesen PC-Minimum. Oder empfohlen halt dieser PC. Ja. Unterstützte Sprachen. Ist auch Türkisch bei. Finde ich ja geil. Da hatte man doch so ein ähnliches Spiel. So mit rotem Schal und so Schwarz-Weiß-Grafik. So ein türkischer Entwickler mal gemacht. Ist das Spiel? Nee, glaub nicht, aber. So ähnlich halt, so Limbo-mäßig, ja. So Puzzle lösen. Auf jeden Fall ein richtig cooles Game, Freunde. Ab zu Epic Games und holt euch die beiden Spiele, bevor es zu spät ist. Das war die News. Ich sag bis demnächst. Bye.